Training, sagen wir mal so, haben bei alle 10 Teilnehmer über Verbesserungen gezeigt. 那么其实腰腿痛的呢比较多，一共有16个。这16个人的共同特点就是都不能下蹲。 Und wir haben 16 Teilnehmer, die an Bein- und Hüfterschmerzen leideten. Was ihre Gemeinsamkeit ist, ist nämlich so, dass sie gar nicht mehr so weit bücken können, um irgendwas auf dem Boden aufzuwerfen. Und nach 7 Tagen können sie nicht nur Sachen von der Boden aus zu heben, sondern die können ganz sich hinknien und auf dem Boden hocken. Was wir alle, diese Zahlen sind für viele noch verständlich, aber wir haben dazu sogar noch 3 Teilnehmer, die hörbehindert sind. Und da auch Wirkung bei diesen Patienten gezeigt hatten, haben manche Leute gesagt, gut, okay, das sind Zufallstreffer. 我说那就看看下一期田营的这个情况怎么样。结果下一期田营，听说上一期可以治好聋子，一下来了10几个聋子。Da haben wir gesagt, gut, dann müssen wir mit weiteren Zahlen belegen. Und bei der zweiten Veranstaltung sind mehr als 10 hörbehinderte Menschen dazugekommen, weil sie über so eine Wunderheilung gehört haben. 大家猜猜这十几个聋子的有效率是多少？ Und bei wie viele Leute hat das denn überhaupt Wirkung gezeigt? 的确是100%。 In der Tat 100%. 我想这个瞎猫逮到这么多耗子不太容易啊。 Also nach chinesischem Sprichwort, dass man mit blindem Maus toten Mäuse fängt, da muss ziemlich viele tote Mäuse herumliegen. 而且所有的患胰岛素的人不只是停药。 胰岛素，患糖尿病的人不只是停药，所有的胰岛素也全部都停止。 Und die Patienten, die an Blutzuckerkrankheit gelitten haben, haben nicht nur ihre Medikation abgesetzt, sondern die benötigen danach auch keine Insulin mehr. 那么13个高血压里头，有12个都降低了，但是有一个不仅没降，反而上升了。 Von den 13 Teilnehmern, die an Bluthochdruck gelitten hatten, bei 12 wurde der Blutdruck gesenkt, bei einem ist aber gestiegen. 大家就很奇怪，为什么这个人反而上升了？我说你去查一下他的病案，一查，这个人是低血压。 Und viele Leute haben sich gewundert und letztendlich hat man dann in seiner Krankheitsakten festgestellt, er hatte keinen zu hohen Blutdruck, sondern zu niedrig. 那么这一期里头一共有6个糖尿病人，有效率也是100%。 Und bei allen 6 Patienten, die an Zuckerkrankheit gelitten haben, sind die Wirkungen ebenfalls 100%. Wie haben wir die Patienten geheilt, die an Blutzuckerkrankheit gelitten haben? Normalerweise sagt man, dass diese Art von Patienten keine Zuckerwasser trinken dürfen, kein Zucker essen dürfen. 而我们这个里头是糖尿病的人，每天都要喝糖水。By uns sollen sie jeden Tag trinken。他不是说每天一定要打胰岛素吗？我们所有的胰岛素都要全停。Und nach normaler Behandlungsmethode muss man jeden Tag Insulinspritze zu sich nehmen. Bei uns wurde das alles abgesetzt。而且按照通常的理解，糖尿病人 是不能挨饿的，一顿饭都不能饿，饿了得赶紧吃。我们不只是让他饿，一定要饿3天不吃饭。Ein allgemeines Wissen besagt, dass Leute, die an Zuckerkrankheiten leiden, nicht hungern dürfen. Bei uns haben sie erstmal 3 Tage lang gefastet. 也就是说，我们治糖尿病这个方法基本上是哪壶不开提哪壶。 Also man könnte sagen, dass wir alle Methoden, die traditionellen Methoden, getroffen haben. 但最后的结果是，的确是不吃药、不打胰岛素，还每天喝糖水，结果血糖反而正常了。Aber bei unserer Patientin war das in der Tat so, obwohl wir solche gegensätzliche Methoden angewendet haben, danach war ihr Blutzuckerspiegel normal. 我们这里头有一个典型的案例，我要举一下他的例子，因为第一，他本身就是一个很著名的医生，他是北京医学院的这个硕士。 然后是到美国留学读的博士，是医学，然后他本人是医院的院长，同时还是一家药厂的老板。 Ich habe ein besonderes Beispiel für Sie. Wir haben einen Patient,
Er war selbst Mediziner, hat sowohl in China als auch in den USA Medizin studiert und er war damals schon bereits Direktor von Krankenhäusern und beziehungsweise Medikamentenherstellern. 但是这个人得了两种病，这两种病一直他自己都没法治，一个是糖尿病，一个是高血压。 Aber er hat zwei chronische Krankheiten, die ihm sehr zusetzen, nämlich Blutzuckerkrankheit und zu hoher Blutdruck. 而且他的病已经严重到必须要每天打胰岛素泵，他按了一个泵，一个泵，每天要打这个。 Und bei ihm war sogar so weit geschritten seine Zuckerkrankheit, dass er nicht nur Spritze zu sich nehmen muss, sondern er trägt ständig eine mobile Insulinpumpe-Gürtel bei sich. Bei ihm war der Blutzuckerspiegel nach 7 Tagen ebenfalls wieder normalisiert und er bedurfte danach nie wieder Medikamente und Insulinspritzen. 那么去年，他们因为是全班的同学要举行，他们都是51年生的，所以正好是去年60岁，集体过生日，他们就准备开一个 party，那就请了我的一个学生去给他们上了一堂课。Es gab eine Veranstaltung von ein paar Jubilanten, die alle im Jahr 51 geboren wurden, und die haben dann gemeinsam eine Party geschmissen. Dazu wurde einer meiner Schüler eingeladen. 当时他的同学里头也有一些。 包括像协和医院这样的名牌医院的医生，都说，都问我那个弟子说，这不是天方夜谭吗？怎么不打胰岛素和不吃药，怎么能降血糖呢？ Unter den Teilnehmern sind sehr viele berühmte und bekannte Mediziner, darunter auch Ärzte von der Krankenhaus in Peking. Und sie haben alle unglaublich gesagt, so, das kann doch nicht eingehen, dass man sowas schaffen könnte, das ist eigentlich ein Schwachsinn. Dieser Teilnehmer, meine Schüler war ja zufälligerweise diesen genannten Arzt, was ich vorhin gesagt habe, er hat sofort seine Pumpe auf den Tisch gelegt und den Leuten gefragt, glaubt ihr jetzt oder nicht? 就是像这样的话，他的这帮同学才半信半疑，还不是完全相信啊。Und selbst unter seinem Beweis waren die Leute nur halbwegs überzeugt。但是再看看我们在台湾的第二期体验营里头，效果也非常的显著啊。Hier sind ein paar Zahlen aus dem zweiten Camp in Taiwan。其中腰腿痛的最多，看见没有？最底下一行，有17个人就是腰和膝痛。 Darunter sind 17 Teilnehmer, die an Knie und Kniescheiben und Beinschmerzen leiden. 在旧金山的这一期里头效果也不错。那其中在这个里头病比较多的是高血压啊，一共有17个人。 Und wenn wir hier sehen, das ist ein Camp in San Francisco und darunter sind 17 Patienten, die an Blutdruck gelitten haben. Und bei ihnen haben 94% der Patienten auf unsere Therapiemethoden angesprochen. Bei Punkt 11 sind 19 Patienten, die ebenfalls an Knie- und Beinschmerzen leideten. Und bei ihnen ist der Wirkungsgrad 95%. Also könnte man sagen, das ist ein Nährwert an 100%. Und da sind immer lustige Sachen passieren. Bei den ersten 1-2 Tagen durch unsere Paida-Methoden, also Klatschen und Schlagen, zucken viele Patienten unwillkürlich zusammen und meiden den Schläger. Aber umso länger der Camp dauerte, desto gieriger werden sie. Und da haben sie alle gesagt, ah, schlagen Sie bitte noch ein bisschen Dollar, das tut sich so gut. Und hier sind die Zahl von unserem Camp in Kuala Lumpur. Und darunter sind 17 Patienten, die zu hoher Blutdruck hatten. 15 davon haben wieder niedrigeren Blutdruckwert.